Sie bedauern natürlich nicht nur, dass es kein Feuerwerk gegeben hat, sondern es war auch Ihr Lieblingsbakterium an Bord. Mein Lieblingsbakterium, das hat den Namen Deinococcus radiodurans. Mhm. Schöner Name, oder? Ist das schon der Doppelname nach der Heirat oder Vor- und Nachname? Und ich habe das kennengelernt, ich habe am Atominstitut hier gearbeitet und da gibt es einen kleinen Forschungsreaktor. Und dieses Bakterium widersteht der 100- bis 1000-fachen radioaktiven Strahlung, die für Menschen tödlich wäre. Direkt neben den Uranbrennstäben, im Wasser da drin, schon warm ist dieses Bakterium. Man muss das lebt dort, also das ist dort quasi auf Thermalurlaub. Ja, das Schlimmste, was passieren kann an einem Lebewesen durch Radioaktivität, ist, dass die Erbsubstanz geschädigt wird, diese Doppelspirale, und die ist verbunden durch Wasserstoffbrücken. Und wenn die durchtrennt wird, zerfällt das auseinander. Sie müssen sich das so vorstellen, ich durchschieße sie mit einer Maschinengewehrsalve und sie reparieren das selber. Das kann dieses fantastische Teilchen. Unglaublich. Das hat ja auch einen speziellen Namen, dieses Bakterium. Ja, Kuhmann-Bakterium. Da hat es einen Film gegeben mit unserem Arnold Schwarzenegger. Mhm. Und da hat er mitgespielt und da hat er auch alles überlebt. Und genauso das Bakterium, das überlebt einfach. Das ist nicht umzubringen. Conan the Bacterium ist auch ähnlich wie im Film. Sehr schlicht, aber sehr zählebig. Und Sie haben jetzt in Ihrer Pension dieses Bakterium aber auch zu Hause? Ja, wir haben so einen kleinen Bauernhof und da haben wir Alpakas. Was sind Alpakas? Alpakas, das sind so die kleine Form der Lamas. Mhm. Die südamerikanischen Ureinwohner haben die Lamas gezüchtet als Treibtiere und die Alpakas wegen der Wolle. Das ist die beste Wolle der Welt. So Alpaka-Pullover ist so etwas Feines. Heißt sogar Edelhaar, nicht Wolle, Edelhaar. Also das quasi so die gespritzte Ausgabe von Lamas. Ich hab keine Wolle, ich hab Edelhaar. Aber wirklich, die sind so... Na, wahnsinnig die, süß. Ja. Und da? Ja. Nur wenn Sie sagen, wer Sie sind. Das ist ein Alpakas und ich. Ja. Das sind Alpakas im Winter. Denen ist nämlich durch ihre Wolle ist denen immer so heiß, sie lassen sie einschneiden. Die gehen gar nicht in den Unterstand, sondern die lassen sie über Nacht einfach einschneiden. Mhm. Und in der Früh müssen sie das ausschaufeln? Oder? Nein! Nein, man duft nur, dann steht die auf, der Schnee fällt runter. Fantastisch, oder? Tadellose Leistung. Ah, dann ist sie! Das ist mein Liebling, dann ist sie! Der ist so süß! Ah, und das ist Alpaka mit Familie, verstehen Sie? Und man merkt, Sie leben in Niederösterreich am Land. So? Da wird auch noch sehr traditionell gegrüßt. Ich wollte ja nur zeigen, wo die anderen Alpakas sind. Ja, ja, klar. Der eine bestellt 3 Bier, der andere zeigt, wo die Alpakas sind. Und wo sind jetzt diese Bakterien, diese Kuhmann-Bakterien im Edelhaar? Nein, die sind eben nicht im Edelhaar, sondern die sind in dem Bämmerl, was hinten herauskommt. Ich hab die immer mit, der Pontikan, das sind die Bämmerl. Ja, das ist so mein Talisman, den hab ich immer mit. Sie haben immer Alpaka-Bämmerl mit? Ja. Und können aber verstehen, wenn manche Menschen glauben, dass ältere Physiker mit der Zeit ein bisschen komisch wären. Da drinnen befinden sich eben diese Conan-Bakterien. Da drinnen in die Bäber. Gratuliere. Jetzt haben Sie es aufgeweckt. Da haben Sie Ihnen ein Kunststück auch schon beigebracht. Ja, die können etwas, was eigentlich unwahrscheinlich ist. Nämlich das amerikanische Militär hat folgende Idee gehabt, der Pontikan. Es ist so, dass bei einem Atomkrieg wird jegliche Information auf Computerfestplatten zerstört. Und jetzt haben sich die Amerikaner gedacht, das Militär, mit Gentechnik spielen wir da die Information eines Kinderlieds hinein, in so Small World, Textmelodie hineingespielt, dann bestrahlt, mit was noch gegangen ist, Alpha, Beta, Gamma, radioaktive Strahlung, und konnten trotzdem nach vielen Generationen dieser Bakterien dieses gesamte Kinderlied, die Information darüber, wieder auslesen. Toll, oder? Und das hat welchen Vorteil? Das hat den Vorteil, dass die Information erhalten bleibt bei einem Atomkrieg. Das heißt, der Atomblitz wird die Festplatten auslöschen, die Computer zerstören, aber auf den Bakterien wird die Information erhalten. Genau. Gibt zwar keine Geräte mehr, um sie zu lesen, aber die Information
elegante Lösung. Man merkt, Sie sind Theoretiker.